In diesem Video möchte ich ein paar Winkel mit dir konstruieren. Und vielleicht möchtest du dir vorher das Video zum Thema Winkelmessen anschauen. Dafür kannst du einfach auf die Infokarte klicken und dann kommst du zu dem entsprechenden Video. Also, hier ist die Aufgabe, konstruiere folgende Winkel. Und der erste Winkel ist 32 Grad. Ich habe damit angefangen, dass ich eine gerade Linie gezeichnet habe. Das ist der erste Schenkel von unserem Winkel, die erste Halbgerade. Und ich möchte, dass der Scheitelpunkt vom Winkel hier an diesem Punkt ist. Und genau auf diesen Punkt muss die 0 vom Geodreieck. Also die 0 exakt da drauf. Und jetzt müssen wir uns für eine der beiden Skalen entscheiden. Wir haben einmal hier diese gelbe, die beginnt bei 0. Und die weiße beginnt bei 180. Und wir nehmen immer die, die bei 0 anfängt. Also, ich vergrößere das mal so ein bisschen. Und wir machen eine Markierung bei 32 Grad. Also, hier ist 30, 31, 32 und einen kleinen Strich. Und jetzt muss ich nur noch die 0 mit diesem Punkt hier verbinden und der Winkel ist fertig. So sieht das aus. Also ich schreibe rein, Winkel 32 Grad. Das gleiche machen wir mit dem nächsten Winkel, 104 Grad. So, gleiche Ausgangssituation. Ich positioniere wieder das Geodreieck mit der 0, genau auf unserem Scheitelpunkt. Und wichtig ist außerdem, dass die Unterkante vom Geodreieck genau auf diesem Schenkel liegt. So, jetzt brauchen wir 104 Grad. Wir starten natürlich wieder mit der gelben Skala, die bei 0 anfängt. Hier ist 90, hier ist 100. Ich vergrößere nochmal ein bisschen. Also 101, 102, 103, 104. So, dann haben wir unsere Markierung und können jetzt die beiden Punkte verbinden. Den Scheitelpunkt mit unserer Markierung. Und auch der zweite Winkel ist konstruiert, 104 Grad. Okay, der nächste Winkel ist 240 Grad. Und Winkel, die über 180 Grad sind, muss man etwas anders konstruieren. Und zwar müssen wir immer rechnen, 360 Grad minus den Winkel. Also wir haben hier 240 Grad, wir rechnen 360 minus 240. Ich schreibe das mal auf. 360 Grad minus 240 Grad und das ist gleich 120 Grad. Wir konstruieren also einen 120 Grad Winkel. Das mache ich jetzt mal. So, schön die 0. So, 120 Grad, 90, 100, 110, 120. Markierung bei 120. Und wir verbinden das. Und wir haben unseren Winkel. Das hier ist 120 Grad, aber wir suchen ja den auf der anderen Seite, wir suchen diesen hier. Und das ist der 240 Grad Winkel. Also 240 Grad. Machen wir das gleiche nochmal mit dem letzten Winkel, 325 Grad. Auch der ist größer als 180. Wir müssen also rechnen, 360 minus 325. 360 minus 325 Grad. Und das ist gleich 35. Wir müssen einen 35 Grad Winkel konstruieren. Das mache ich nochmal schnell. Also die 0. Ja, so. Und bei 35 Grad, 10, 20, 30, 35. Noch verbinden. Und wir haben den Winkel, nämlich auf dieser Seite 325 Grad. Okay, ich hoffe, dieses Video war nützlich für dich und bis zum nächsten Mal.